Was los, Anouk? Er hat Angst, dass ich schon weg bin. Ich bin aber noch nicht weg. Noch ordne ich das Mikrofon. So. Der Stream ist nach wie vor an. Das ist ja wirklich fantastisch. Dann gucken wir mal, ob da schon etwa jemand wartet. Meine Güte. Ich bin noch nicht weg. Aber gleich. Was können wir denn zum Frühstück essen? Nee. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Nahrung. Wir haben drei Zuschauer und ich weiß nicht mehr warum. So, liebe Leute, guten Morgen. Jetzt gibt's Frühstück. Also leider sehe ich den Chat hier nicht. Und wenn mir einer sagen kann, wie ich das sehe, wie man das hier auf YouTube, in diesem YouTube. Machen kann, denn bitte gerne. Aber das kann mir keiner sagen, weil ich den Chat nicht sehe. Ach, ist das alles schon scheiße. Ah ja, mal gucken, was heute kommt. Schläfst du? Nein. Ich schlafe gleich. Hunger. So, Brezel, ja? Ja. Okay. Goodbye. So, ein Kakao für dich. Der da ist der Kakao. Das ist die Brezel. Das ist ein Nachtisch. So. Und? Dann musst du mal schauen, probier's mal aus. Guck mal, was man mitzieht. Ach Mensch, ey. Du hast es gemütlich da drin. Ja. Hast noch eine Decke am besten, oder? Ja. Willst du nicht? Moin, Angel. Guten Morgen, Kinder. Moin, Wolfgang. Morgen. Alles gut? Jojo. Warum so bescheiden? Der Tagesprofit. Viele Wolken. Ich muss ja nicht gerade 19, ich kann ja auch Brandenburg oder anders hin. Viel, ja. Oh, schönen Kaffee. Guten Morgen. Naja, das war das Frühstück auf alle Fälle, 48 Minuten lang. Mann, so viel Zeit habe ich sonst nie. Ich bringe jetzt mal meine Tochter erstmal nach oben. Die hat irgend so eine allergische Reaktion. Die hat ganz dicke rote Augen jetzt gerade bekommen. Ey, das ist furchtbar. Okay, so eine Scheiße. Ja, mich das. Bringt die erstmal in die Wanne. Dann bin ich gleich wieder hier. Erste Reparatur heute, Dienstag. Speiche. Gebrochen. Boah.
Dann bauen wir die mal aus. Na schau, wer ist denn da? Mal wieder. Wir messen. Einfach eine Speichere in die Zunge und das war hart. Ich bin fertig. Erste Reparatur in 0, nix erledigt. Wenn ich das zusammenschneide, das ist ja nicht mal eine Minute. Davon abgesehen, dass die Felge ganz schön buppelt schon mittlerweile, aber naja, das ist das eh nicht. Jetzt stellen wir ihm hier vorne noch den Vorbau ein. Da hat er noch Spiel ein bisschen drin, meint er. Tja, Tochter ist krank, Tommy schnupft auch rum, die Mutti ist krank, alle sind verkrank. Das ist hier ein kranken Lazarett, ey. Mann, ist das ärgerlich. Schönes Rad eigentlich. So, der Tommy hat ein Rad geschenkt bekommen, mal wieder. Da ist es. Oh, kein besonders gutes Rad, relativ einfach. Rennrad. Weil zu viel Arbeit dran, das lohnt sich nicht für die jetzige Besitzerin oder für die vorherige Besitzerin. Hat sich nicht gelohnt. Wenn sie die Arbeit bezahlen muss, dann ist ein neues Laufrad hinten. Ist doch durch. Laufrad, Schlauch. Vorne hält's, vorne läuft's. Tretlager. Ach Gott, das ist halt auch furchtbar. Mal gucken, was wir billig da rausholen können. Schauen wir mal. Also, Hinterrad raus. Geschenkt gibt es keine Papiere. Weil bei Geschenk besteht ja auch keine betrügerische Absicht dahinter oder keine, wie auch immer. Das war gestern der letzte Auftrag. Die hat zwei Räder gebracht. Einer hat sich halt nicht gelohnt. Das war das hier, das war hier zu teuer. Das wäre richtig teuer gewesen halt. Und das andere war das mit der Narbe. Der Hinterradnarbe, die so... auseinandergeschraubt war. So, schauen wir mal. Machen wir mal ein neuer Speichengepäck rein. Ist ja noch Potenzial hier. Na gut. So.
Schauen wir uns mal jetzt die Pedale hier an. Pedalgeschichte. Okay. Das Ding ist oval. Kannst du also vergessen. Das Ding hier ist rund. Das Ding ist so durch. Kannst du also alles vergessen. Scheiße. Schauen wir mal ein. Also eine Zweifachgarnitur Rohrig mit einem vernünftigen tja. Keilauflage. Gucken wir mal in der Kammer. Was guckst du denn? So kompliziert. Komm runter. Der Wolfgang, Wolfgang, der Wolfgang. Tut heute mein Bein weh. Dir tut heute dein Bein weh. Wieso denn das? Wieso denn das? Ja, das ist ja keine Ahnung. Nee, ich hab mich immer. Das ist ein Wetter, die Kniescheibe, die Knie tut mir so weh. Wie krieg ich das denn weg? Da siehst du? Deswegen. Ja, ist doch daneben gefallen, jetzt habt ihr da. Komm, hier auf den Zeh. Ach Quatsch! Papa, das habe ich genau gesehen noch. Papa, wo soll das? Wo soll ich hier drücken? Später oder was? Später? Was soll da drücken? Nö, danke. Was stehst du da? Setz dich hin, deine Ecke. Ich sitze da dahinter. Ich hatte, ich habe gedacht, ich störe dich hier. Das Verhandeln nicht fertig, oder? Doch, ist fertig. Wirklich? Ja, ja, ist fertig. Okay. Wolfgang, isst du indische Gewürz? Was? Ja. Kabel, was war das hier? Indische Gewürz? Nee. Nö. Nö, Dennis. Nö. Aber Dennis hier war hin, ja? Ja, Dennis ist hier gerade. Ich da ist er doch. Wo? Da, da. Hier. Auf der die Kamera drauf. Ja, hinter der Kamera. Schreck gerade. Oh. Ich dachte, der ist schon nah an hinten irgendwo. Warte mal. Warum dauert das so lange alles? Unglaublich. Wolfgang sitzt in der Ecke fein, meine Tochter sitzt auf der Werkbank. Und ansonsten ist sie ohne Stoß in den Puff. Also wirklich, was ist das für ein Laden? Der Mika kommt jetzt mit dem Kaffee, einen frischen, das ist gut. Oh. Oh, ja. Also hoffe ich. Donnerlittchen. Heißt das so, wa? Ja, das ist schön hier, das hat gekauft hier. Rosenthal. Da. Mit einem genialen Henkel dran, diesem Drachenvogel. Sieht cool aus. Und hier so ein Kaffeewärmer. Guck mal, ob Wolfgang den kennt. Wolfgang, kennst du sowas? Von früher? Ja, hat ja. Hatte Mutti sowas auch? Ja. Ach, ich hab so, meine Mutter hat alles so eine Kiki gehabt da, ja. Ja, da kommt ja so ein Röckchen unten ran gehäkelt, weißt du noch? Ja, ich weiß. Und dann kommt das über die Kanne so gestellt. Ja.
So als Kaffeewärmer. Oder als Toilettenrollen Verstecker. Trick 17. Lass die Geräte nicht alt werden, neu. Zum Kotzen ist das. Oh, hallo. So. Oh. Was tot? Ja, doch. Ah, ja, ich hab die Zucchini gestern mit dir gemacht. Hallo. Marlies, du kommst hier noch richtig zum Essen. Mensch. Was ich heute alles schon wieder in der Praxis gemacht habe, ey. Ja, ich glaub dir das nicht, da hast du recht. Also du erzählst ja auch sowieso nicht, da kommt ja nicht bei raus. Du deutest ja immer nur ans. Hey, du hast du dicke Augen? Mach ja auf dicke Augen, ey. Heute Morgen. Komplett rotquellig alles. Das ist schon wieder super. Warst du sowas jetzt mit mir? Du hast auch mal dicke Augen. Mega. Sieht aus wie Glubschi. Habt ihr Allergiemittel genommen? Nee, wir haben Badewanne gesteckt. Ja, du musst Allergiemittel nehmen, guck dir mir Augen an. Ja, dann musst du das machen, weil ich kann es ja nicht wohl. Was ist Allergiemittel? Ja, diese Tropfen. Allergie. Nee, Allergie. Okay. Allergie. Ich bin zu so eklig. Ja, das ist. Und hier, der Pet-Funktioniert nicht. Ich hab das jetzt schon zweimal umgestellt, diese Apple-ID. Funktioniert nicht. Musst du doch nochmal mitnehmen und gucken. Dann? Ultraschall. Sieht aus wie Sau. Geht der Computer nicht an? Ja. Und dann war ich den ganzen Vormittag damit beschäftigt, herauszufinden, wo denn das Problem liegt. Und du hättest mal den Kabelsalat dort sehen müssen. Tommy, es waren nicht nur zwei, drei Kabel, sondern es sind da 50 Kabel. Vom Ultraschallgerät zum Computer, dann zum Laptop, zum Telefonkabel, alles zusammen, irgendwie zusammengestrickt durcheinander. Hallo, guten Tag, ich suche das Schiff. Das Schiff? Der Schiff. Schiff von der Lade. Ja, hier, Ecke. Ich habe eine Fahrrad zu verkaufen. Haben Sie eventuell darauf Interesse? Ich guck's mir mal an. Okay. Schauen wir mal. Okay. Super. Ding, ding, ding. Bike Repo! Ach nee! Eine siebengängige Stadtcruiser. Ja. Nee, aber das ist nicht schlimm. Aber das ist viel billiger Geld für deine 10er oder 20er oder? Es ist wenig Geld, aber das kann ich dir nicht abkaufen. Nein? Nein. 10 Euro. Mann. No. Also ich kann es nicht kaufen. Wieso sollte man das auch kaufen? Zum Verkaufen. Aber für 10 Euro wirst du, für 30 Euro wirst du es über eBay Kleinanzeigen los. Schnell. Ja, aber das ist zu lange Zeit. Nee, dauert nicht lange. Ist 1-2 Stunden weg. Mhm. Weißt du deswegen? Und kennen Sie andere Fahrradgeschäfte in der Umgebung? Das ist nicht ein Rad, das du so verkaufst. Okay. Wahrscheinlich. Dankeschön, Klaus. Leider nicht. Ja? Schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao. Diese explodiert. Ist nicht. Ja, halt, Ruderlicht fehlen. Ja. Tja, mal gucken, ob es noch weg von mir oder wie. Abracadabra. Abracadabra. Ist ein bisschen fettig, aber macht ja nichts. Und rutscht du raus wieder. Oh, ist wirklich scharf. Echt gut? Ja. Scharf? Scharf, Mel. Hundehaare, ach, wo kommen die denn her? Das kommt ja wirklich aus dem Blättermagen. Das ist aus dem Rindermagen. Marlies, du musst es auch nicht aufessen. Das schmeckt gut. Echt? Ja. Was? Nur etwas scharf, aber. Also, es hat vorher, also wenn es dir so gut schmeckt, dann hat es dir vorher mit Sicherheit noch viel besser geschmeckt.
Kuchen gegessen. Ach, Kuchen hast du gegessen? Ja. 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 Oh, Wolfgang, was war das? War der Kuchen. War der Kuchen, er kommt wieder raus. Wolfgang verdaut schnell. Nee, und dann, auf Gott gesagt, und ja, dann. Ist alles weggepupst. Ja. Das Halbzeit, genau. Ja, das war's für heute. Sag hier, das war's für heute. Wir sehen uns später. Bis dann. Wolfgang sagt Tschüss. Ich sag jetzt, ja, den müssen wir heute noch wissen, irgendwann. Genau. Okay. Morgen ist Mittwoch, mal sehen, was der Tag bringt. So sieht's aus. Also bis dann. Ciao.